Am Sonntagvormittag ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Brücke über die Bahnlinie in Bad Hersfeld ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Autofahrerin befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bebra. Auf der Eisenbahnbrücke verlor die junge Frau aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam in Schleudern und krachte mit der Beifahrerseite in den entgegenkommenden BMW eines 22-jährigen Polizeibeamten. Der BMW-Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus Bad Hersfeld aus dem Wrack befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Mann in ein Hersfelder Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Motorblock aus dem VW gerissen wurde, etwa 10 Meter durch die Luft flog und dann auf dem Brückengeländer hängen blieb. Warum die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn geriet, muss nun von einem Unfallsachverständigen geklärt werden. Im Bereich der Unfallstelle sind beide Fahrstreifen durch eine durchgehende Linie getrennt und in Richtung Bebra ist die Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer begrenzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Wie Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallstelle mitteilten, haben die Ersthelfer bei dem Unfall eine vorbildliche Arbeit geleistet. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.